So, auf los geht's los. Achso, mich da hinsetzen. Okay. Willkommen! Friede sei mit euch. Yassas, ni hao und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat Dalmal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Oh, was sehe ich da? Bereits ein Bieter. Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Ah, noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reichen Damen. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten, eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Da ist er. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Da, noch ein Dritter. Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Ich hab noch genug. Niemand? Dann verkauft an den stattlichen Mann mit dem Bart. Diese Haarnadel gehört nun dir, Sayidi. Kommen wir zum dritten Objekt. Ich werde 12 Besuch von der kriegen. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat Dalmal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Hast du sie gesehen? Eine Audienz. Habe ich die Haarnadel denn jetzt? Ich gehe mal davon aus. Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin. Geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Hey. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Okay. Friede sei mit dir. Ach so, nee. Nur schon wieder. Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Ja, okay. So, wo kriege ich die her? Kann ich die irgendjemandem abnehmen? Ich sehe halt eben auch keinen Hinweis auf irgendwas. Wait, was ist denn mit dem Typ da oben? Oder warum leuchtet der hier so weit? Warum leuchtet der hier so hell? Warum leuchtet der so hell? Da oben hat jemand einen Schlüssel.
Ja, nee, die interessieren mich gerade nicht. Was war denn? Ach, ich verlaufe mich hier jedes Mal. Wo ist denn der Typ, der... von dem die Haarnadel ursprünglich war. Der war hier oben irgendwo. Aber wo? Ey, ich habe meine Orientierung hier, ne? Lauf, 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 lauf. Ich habe was gesehen. Ach nee. Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch! Bei allem Respekt. Damit stehen dir noch immer nicht 3 Beutel Safran, 2 Beutel Vanille und 1 Flasche Honig kostenlos zu. Unerhört! Ah, welch Verschwendung meiner Zeit! Hallo! Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht. Was du auch weißt, wird mir helfen. Nun, es kann nicht schaden, dir zu erzählen, was ich weiß. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? In Elkarch überrascht mich nichts. Danke. Hallo, Gewürze für dich? Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Deswegen Brosche, ist da kein Zutritt. Deswegen ist da auch Sperrgebiet. Wie bin ich denn vorhin noch mal da hochgekommen? Hast du den Kerl aus Aschan gesehen? Ihm aus der Füße. Bin ich denn vorhin da noch mal hochgekommen? Scheiße. Nein! Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Bringen Sie versprochen das Schmuckstück mit schwarzem... Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen.
Wie kam ich jetzt noch mal raus? Hilfe! Wie bin ich noch mal hier reingekommen? Ach, stopp. Genau. Oh je, das wird wehtun. Oh, ich lebe doch. Hervorragende Krieger. Habe ich mir doch gedacht, dass es hier sehr viel bessere Sachen aus den Taschen zu ziehen gibt. Friede sei mit dir. Du schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Hol an, du darfst eintreten. Hier entlang, Sayidi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Okay, ich bin... Geh doch einfach! Was ist los mit dir? Hallo, beweg dich. Sag mal, will der mich gerade verarschen? Wenn ich einfach nur alleine reingehe. So, was zur Hölle ist los mit dem? Ich kann nichts mehr für dich. Sag mal. Ich stech den Kerl gleich ab, ohne Scheiß. Oh wow. Einfach nur wow. Schwöre ich, Schatzmeisterin, geht. Stirb! Das was? Für Entschuldigung? Gut, behalte die Deckung oben. Ist es? Geht hier vor! Aua! Ich zermalm! Warum? Ey, nee. Dafür wird jemand feiern. Sag mal, ihr wollt mich doch trollen. Was zur Hölle war das jetzt gerade, bitte? Ey. Erst backt der Typ da draußen irgendwo rum. Nee.
Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Es ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Ach, ich soll warten. Muss man aufpassen, dass man nicht gebissen wird. Bitte unterlasse es, abschätzig von der Schatzmeisterin zu sprechen. Du darfst eintreten. Ein neues Gesicht. Mein Name ist Basim. Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken. Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe. Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Wo kann ich dann hier hinfliehen? Exquisit. Hast du jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich, so makellos. Nein, aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken, mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung, wo andere aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen. Man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Na dann, irgendwo tut es mir fast leid. Wow, okay, jetzt tut es mir nicht mehr leid. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Wo sie recht hat. Wo ist der Djinn?
Bruderschaftshaus. Die Schatzmeisterin! Sie ist tot! Wachen! Hilfe! Die Schatzmeisterin wurde ermordet! Da bist du ja! Ich hoffe... Was ist hier los? Hallo. Jetzt. Gar nicht mal so schlecht funktioniert. Entschuldigung. Ah, okay. Blutige Feder. Basim, wie ist es gelaufen? Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Nun machen sich die Höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Ich... Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Meisterschüler, hui. Nun denn. Aber ich glaube, ich mache hier jetzt Feierabend. Ich habe jetzt recht lang tatsächlich heute gemacht. Für meine Verhältnisse. Ja. Aber vorher haben wir noch Fähigkeitspunkte raus. Wir haben verdammte Scheiße 12 Stück. Das ist, wie gesagt, das Collector-Building, genau wie die hier oben. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir dann hier weitermachen. Ja, also Main-Story technisch. Aber ich glaube, ich werde beim nächsten Mal erst nochmal wieder ein paar Aufträge abklappern. Gibt es eigentlich noch? Moment. Wir sind jetzt gerade noch hier, dann gucken wir doch auch nochmal schnell nach. Warum läuft er hier drin eigentlich so langsam? Hier gibt es nämlich erstmal keine neuen Aufträge, okay. Aber da scheint es nichts Neues zu geben. Na gut, alles klar.
Was haben wir denn hier? Meistertaschendieb. TÜV, warte mal. Du kannst eine zwei. Oh, das ist cool. Notfall zielen. Hebt Gegner automatisch. Oh, das ist geil. Scheiße, hätte ich das mal zuerst gemacht. Dann spare ich jetzt, bis ich den nächsten Fähigkeitspunkt bekomme. Dann aktiviere ich erstmal das hier. Das hört sich das ist nämlich tatsächlich gar nicht mal so nice. Da muss ich nicht die ganze Zeit mit dem Adlerauge hier durch die Gegend schleichen. Ja, das ist toll. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal ein paar von den Aufträgen.